Willkommen zu Refunct auf der Nintendo Switch. Wir haben 41% des Spiels gemeistert bisher. Da hinten auf dieses rote Ding, was da schwebt, da komme ich irgendwie nicht dran. Also ich weiß nicht wie. Also da kommt man bestimmt dran, aber ich habe die Lösung irgendwie nicht parat gerade. Aber egal, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Weil da geht's ja jetzt auch weiter. Ja, das könnte eventuell hier funktionieren. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier oben hinkomme. Jetzt habe ich gerade ein bisschen die Übersicht verloren. Ich gehe mal hier rein. So, jetzt mal schauen. Da müssen wir gleich auch mal irgendwie hin. Und da unten ist irgendwo... irgendwo ein, ein Schalter. Aber ich probiere... oh, das, da, da haben wir auch noch nicht. Da, da ist auch was. Gar nicht gesehen. Sehr gut. Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Ah, nee, das war zu... oder hier? Hier rüber? Das könnte fast gut aussehen. Aber... wir wollen jetzt mal gucken, dass wir den Knopf hier vielleicht bedienen. Vielleicht... erübrigt sich die ein oder andere Frage. Oder auch nicht. Wie komme ich denn da oben dran? Ich kann doch nur so da dran kommen, oder? Oder geht das von diesem hier vielleicht? Das war zu dumm von mir. Das sieht nicht gut aus. Okay, ja, irgendwie... also ein von den beiden... ein von den beiden Plattformen hier muss es ja sein. Weil da ist ja nichts, wo ich hier hoch kann. Manchmal verliere ich hier so ein bisschen die Übersicht. Ich glaube, und das ist doch zu weit für Wandsprung, oder? Ja, das ist zu weit. Es geht nur darüber eigentlich, aber... okay, wir wollen es damit jetzt auch noch nicht zu lange aufhalten. Wie viel Prozent haben wir? 45%. Also, Sinn des Spiels ist, alles... einzufärben, einzusammeln, dass man hier auf 100% ist. Aber erstmal müssen wir schauen, wo ich jetzt hier gerade was Neues hochgefahren habe. Da oben ist ein Schalter. Ups, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Manchmal verliere ich hier so ein bisschen die Übersicht. Ich bin ja kein Freund eigentlich von... von Ego-Perspektive. Wie komme ich denn da hin? Ich kann doch nur von da darüber. Also entweder von da oder von da. Was ist denn näher? Ich probiere das nochmal. Ich habe das Gefühl, ich springe einen Tacken zu früh ab. Nee. Ich komme da nicht hoch. Da fehlt mir doch noch ein gutes Stück. Probieren wir es mal hier nochmal. Ja, das könnte doch... das war doch jetzt viel, viel näher, oder? Wie komme ich denn da hin? Achso, da oben ist es. Ne, also wir, ich probiere das ein andermal. Ich will jetzt auch nicht zu lange aufhalten, aber irgendwie ist das ein bisschen doof, wenn man natürlich so, so gar kein Feedback bekommt, ob man das jetzt hier so richtig den, ups, den Gedankengang hat oder nicht. Gehen wir mal hier rein. Ein Rohr. Ist da hinten vielleicht ein Rohr? Ich guck mal gerade, wenn ich hier... nee, den Sprungknopf kann ich da nicht drücken. Das bringt mich nicht weiter. Jetzt gehen wir mal dahin. Also im Moment weiß ich nicht, wie ich an diese drei Dinger da noch komme. Also wir versuchen es auf jeden Fall zu 100% durchzuspielen.
Aber wie gesagt, falls ich keine Idee habe, wie ich da irgendwie drankomme, dann weiß ich halt auch nicht. Ich kann ja nicht mehr machen, als das Ganze versuchen. Da geht's weiter. Da ist auch was. Ich muss jetzt einmal da runter und dann wieder da hoch. Das ist natürlich auch ein bisschen Spielzeitstreckung. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier nicht irgendwie runterfall. Und schon falle ich runter. Ja, es ist manchmal so ganz schwer abzuschätzen, wo man sich gerade befindet, weil, wie gesagt, durch diese Ego-Perspektive, zumindest ist das für mich so, ja. Muss ja nicht sein, dass das dann für euch oder für andere auch so ist. So, das haben wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir mal gucken. So, da hinten geht's weiter. Bevor wir das Knöpfchen drücken, gucken wir erstmal, ob wir schon überall waren. Das sieht danach aus. Dann geht's jetzt da lang. Ich habe es nur nicht gesehen, wo. Ich glaube, da hinten war das. Ja, keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Jetzt muss ich da hinten hin. Aber wenn ich doch schon gar nicht weiß, wie ich da hochkomme, wie soll ich denn dann da hochkommen? Kann ich vom Wasser aus so Wandsprünge machen? Nee, okay, das geht nicht. Wie komme ich denn jetzt da schon wieder hoch? Ich guck mal, ob ich hier irgendwie mir einen Überblick verschaffen kann. Der so schon mal nicht, da komme ich nicht hoch. Ich verstehe auch einfach das Klettern nicht. Ich kann ja auch gar nicht klettern irgendwie. Obwohl das laut Steuerung halt mit R gedrückt sein soll, aber irgendwie, ach, das falle ich schon wieder runter. Also, wie gesagt, diese Ego-Perspektive ist so gerade, was so Wandsprünge angeht, nicht so eine geile Idee. So, wie komme ich denn da jetzt hin? Wie komme ich denn da hin? Da habe ich gerade schon in der letzten Folge versucht, wie komme ich denn da hin? Das ist so eine gute Frage. Ich muss ja irgendwie da jetzt da hinten hoch. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Das Spiel ist mir gerade ein Rätsel. Ich guck mal hier so drumherum, ob ich hier irgendwo was finde. Nö, ich finde hier gar nichts. Ich bin gerade sehr ratlos, aber ich werde dann auch diese Folge jetzt hier beenden und wir schauen beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer MyGamingWorld81.